Was begeistert dich am Campaigning Summit Switzerland besonders? Ich denke, zu lernen, was so die letzten oder neuesten Ideen zum Thema Campaigning sind, weil ich denke, wir sind noch zu häufig, wenn wir Themen weiterbringen wollen, in dem klassischen Approach, wir erzählen was und dann warten wir, dass was passiert. Und deshalb ist das sehr interessant, vor allem auch, da ich in einem Bereich arbeite, wo gerade der Austausch mit der Öffentlichkeit und auch mit den Regierungen, da ich ja aus dem Universitätsbereich komme, sehr wichtig ist. Und da brauchen wir manchmal auch ein bisschen mehr Campaigning, um am Schluss zu den Resultaten zu kommen, die wir auch brauchen. Inwiefern differenziert sich der Campaigning Summit Switzerland deiner Meinung nach von anderen Veranstaltungen oder gibt es überhaupt welche, die man mit dieser heutigen Veranstaltung vergleichen kann? Also da bin ich total überfragt. Das ist das erste Mal, wo ich an einem Campaigning Summit war. Ich denke, er hat ein sehr eigenes Format. Ich kenne viele andere Events, aber nicht unbedingt im Campaigning-Bereich. Und ich denke, was auch wichtig ist, er bringt die Schweizer Gruppe zusammen und bringt auch viele Leute von außerhalb rein, um zu zeigen, was so herum passiert. Also ich denke, jedenfalls mein erster Eindruck dieses Morgens ist sehr positiv. Und wenn du jetzt dem Campaigning Summit Switzerland ganz spontan drei Worte zuschreiben würdest, welche würdest du hierfür wählen? Augenöffnend, unterhaltend und mit einem guten Lernergebnis. Super. Und welchen persönlichen Mehrwert kannst du nach heute aus der heutigen Veranstaltung als Speaker hier für dich mitnehmen? Ich denke, es erlaubt mir mal ein paar sehr persönliche Erfahrungen zu teilen, die zeigen, dass man eigentlich immer Campaigning macht. Man denkt nur nicht dran und dass es vielleicht wichtig ist, auch in dem normalen Leben an gewisse Campaigning-Konzepte nachzudenken, um dann nicht eben total daneben zu gehen. Okay, super. Vielen Dank. Das war's.